So, meine Lieben und vielleicht auch Bösen, weiß ich ja nicht. Heute mal aus Versehen ein grünes Thema. Also für alle, die nicht für das grüne Thema sind, ihr dürft gerne direkt wegschalten. Gebt aber auch noch andere Videos. Also, meine Damen und Herren, chill your tits, keine Sorge. Es gibt auch noch andere Themen. Aber heute, weil es gepasst hat, haben wir mal ein schönes Thema in grün. Und fangen wir erstmal mit der Grundlage an. Wer nichts zu befürchten hat, hat auch nichts zu verbergen. Weswegen ich sich es auch sehr verdächtig finde, dass jemand, der erst eine große Schnauze hat und sagt so, ja, ich kann dir zeigen, wie das geht. Sobald du dem dann sagst, ja, dann zeig mal, mach mal ein Video und so. Ja, nee, warum öffentlich? Ich bin doch nicht bekloppt und so. Warum? Hast du auf einmal was zu verbergen? Ist das Apothekengras für 3,50 Euro, das du angeblich kriegst, wohl doch nicht aus der Apotheke? Ja, das sind dann so die Fragen, die man anfangen müsste zu stellen. Kein Wunder, dass dann auch nichts mehr groß gekommen ist. Ich habe den Typen dann noch rausgeblendet, weil der wurde mir echt zu doof. Ich habe nichts gegen Trolle. Ich freue mich sogar über Trolle und Hater. Ich ärgere gerne diese Menschen. Das Problem ist nur, so ein bisschen Arbeit sollten die schon da reinstecken. Dass man merkt, so die versuchen es zumindest. Aber so sinngemäß jemand, der einfach nur im Kreis läuft und noch nicht mal ein bisschen was zeigt, so, ja, okay, dann kann ich dir auch nicht helfen, dann fütter ich dich echt nicht mehr weiter. Erstmal ein Leckerchen. Du hast. Und zum Thema Apothekengras. Ich bin auch Cannabis-Patient, ich habe auch mein Apothekengras. Und ich glaube, die meisten Leute haben sich einfach nur ihren Cannabis-Patientenschein geholt, weil die Nachbarn eigentlich auf den Sack gehen sollten, die Bullen eigentlich auf den Sack gehen sollten, die Familie eigentlich auf den Sack gehen sollten. Musste ich nicht. Ich habe mir aus Prinzip geholt, weil ich mal wissen wollte, ist Apotheke wirklich so viel besser oder schlechter als das auf der Straße? Und ich kann euch guten Gewissens sagen, nein. Die Apotheke ist in keinster Art und Weise besser oder schlechter als das, was ihr auf der Straße kriegt. Das ist immer noch dieselbe Qualität, dieselben Sorten. Und nein, die Dinger sind nicht so gestreckt, wie immer alle sagen. Weil, meint ihr ernsthaft, wenn ihr für 3,50 Euro, 4 Euro, 5 Euro das Gramm aus der Apotheke Gras holt, dass das nicht gestreckt ist? Wo kommen denn die Preise her? Warum haben manche Apotheken 9 Euro, 10 Euro Preise, andere Apotheken angeblich nur 3,50 Euro? Schon klar. Ich will ja nichts sagen, aber hast du dir mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, dass da irgendwas nicht stimmen kann? Weil entweder lügst du und du holst nicht für 3,50 Euro und kaufst, wenn dann irgendwo auf Masse auf dem Schwarzmarkt. Oder die Apotheke macht irgendeinen Schmu. Weil die Apotheke muss Miete bezahlen, Personal bezahlen, Einkauf bezahlen, die ganze Verwaltung, die Steuern, die der Staat haben will. Und der Hersteller, der das anwachsen lässt, der hat genau das gleiche Problem. Miete, vor allen Dingen wahrscheinlich große Fläche wegen Gewächshäusern oder sowas, Stromverbrauch, vor allen Dingen, wenn da eine Indoor-Plantage ist, Wasserverbrauch. Das Personal ist wahrscheinlich nicht billig, weil da kannst du nicht irgendwelche 1-Euro-Jobber hinstellen. Du stellst Drogen her. Die Bestechlichkeit, die Gefahr, dass Leute dann irgendeine Scheiße machen, ist viel zu hoch. Du kannst doch nicht erwarten, dass du für 3,50 Euro in der Apotheke Qualität bekommst. Wenn ich draußen auf der Straße meine 500 Euro raushau, in Anführungsstrichen, wobei nicht draußen aus der Straße, der Herr kommt zu mir gefahren und das erwarte ich auch, weil wenn ich jemanden 1000 D-Mark gebe, dann soll der sich dafür gefälligst zu mir bewegen. Ja, und dann bringt er mir dafür aber auch meine 120 Gramm mit, aber genau in derselben Qualität. Selbe Sorte, selbe Asche, selber Geschmack, selber Geruch, selbe schöne Konsistenz, richtig pralle Batz. Ich weiß nicht, warum die Leute so Apotheke hypen. Bringt nichts. Deutschland hat das eigentlich voll verkackt. Die hätten den Apotheken entweder sagen sollen, ihr verkauft jetzt wirklich legal an alle, plus Coffeeshops, die wir dann haben. Weil das, was wir jetzt haben, ist ja mal voll der. Und ich meine, hey, ohne Werbung machen zu wollen, so. Aber alles hat seinen Preis. Warum wollen die 9 Euro so sinngemäß für ein Gramm und warum will der mit seiner Apotheke, der Troll, angeblich 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro? Wenn ich 5 Euro Gras von der Apotheke sehe, da würde ich mir Gedanken machen, so, weil wo kommt der Preis her? Bestimmt nicht durch Qualität. Aber genug geschwafelt. Leckerchen. And you have a good one.